Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part des Minecraft Let's Plays. So, letztens haben wir noch an der Farm gearbeitet, aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir gehen geschwind in das Bett und schlafen eine Runde, damit die Monster hier wieder weggehen. Ich meine, für die Farm, da brauchen wir jetzt nicht mehr lange, müssen wir zwar noch ein paar Steine farmen, aber wie fast sagen, das könnten wir hier gleich machen. Dass wir gleich noch ein paar Steine mitnehmen. Und Dinge habe ich immer noch nicht gefunden. Wie heißen sie jetzt? Emeralds. Ich glaube, die gibt's hier einfach nicht. Die gibt's hier einfach nicht. Ich nehme jetzt gerade noch mal ein paar Steine mit, weil wir noch ein paar für die Farm brauchen. Und dann können wir die noch mal schmelzen. Ich könnte hier auch Silk Touch drauf tun. Aber ich glaube, da bräuchte ich auch noch irgendwas dazu. Bin mir aber gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Aber es kann sogar sein, dass ich das mit den Emerald machen muss. Dass ich hier dann gar keinen Silk Touch drauf machen kann, einfach so. Aber naja, was soll's. Ui, hier geht's raus. Oh, ein Zombie. Zombielein. Hier mal noch das Eisen mit. Brauchen wir bestimmt auch mal wieder. Ich meine, wenn man eine Ader findet, dann findet man immer riesige Adern. Gold. Ich mag jetzt nicht mehr. Will jetzt hier raus. So. Jetzt würde ich sagen, wir gehen mal hinter. Ja gut, zuerst werfen wir jetzt noch schnell die Steine in die Öfen. Zwei Steine mitnehmen, zwei Kohle, nicht zwei Steine. Wo waren wir stehen geblieben? Tageslichtsensor wollten wir machen. Sensor. Hey, gibt's noch einen anderen auch? Aber wir machen den normalen. Wir brauchen drei Glas, drei Slabs und drei Netherquarz. Haben wir noch drei Glas? Ich glaube, die sind noch im Ofen drin. Jo. Dann brauchen wir noch drei Slabs. Können wir uns machen. Können uns sogar sechs machen. So, und dann da drauf die drei Netherquarz und da drauf drei Glas. So, dann haben wir den schon mal. Fällt gerade auf, wir haben noch gar keine Fackeln. Darum machen wir die schnell mal. Einfach jetzt mal 8 Stück. So viel werden wir nicht brauchen. Aber, naja. Alter, nervt mich das hier, dass man hier nichts zum Sortieren hat. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen, wie ich mir das jetzt eigentlich vorgestellt habe. Ich tue jetzt hier schnell nochmal die Erde weg. So, und zwar gehe ich hier noch eins weiter runter. Hier kommt dann quasi Tageslichtsensor drauf. Hier auch. Und das Signal muss ja quasi invertiert sein, damit das immer am Tag quasi eingefahren ist und in der Nacht ausgefahren. Weil in der Nacht wächst, soweit ich weiß, eh kein Zuckerrohr. Sind die quasi ausgefahren, es könnte nichts wachsen, aber es hätte sie halt abgeschlagen. Wenn ich jetzt hier den Tageslichtsensor drauf packe. Wo ist der? Hier ist er. So, hier nochmal. Genau, dann sind die eben eingefahren. Jetzt, wenn es Nacht wird, geht das so? Nee, aber normal mit dem Block kann man das machen. Hallo? Hätte gemeint, das funktioniert so. Naja, auf jeden Fall, wenn es Nacht wird, dann fahren die eben wieder aus und schlagen quasi das Zuckerrohr runter. Gut, soweit zu dieser Konstruktion. Okay. Nee, der passt sogar noch. Der passt noch. Hier dasselbe. Und dann müssen wir das quasi noch ummauern. Mit den Steinen, die wir jetzt noch nicht haben. Dann haben wir unsere erste Farm. Können wir noch Erde reinpacken. Zwar jetzt nicht besonders schön oder so, aber naja, zweckdienlich, sage ich mal. Reicht's auf alle Fälle wieder bei. Und ich meine, später können wir immer noch was anderes, was Schöneres bauen oder so. Für den Moment reicht's auf alle Fälle. So, dann machen wir hier mal zu. Oder gehen zumindest einmal rundum.
Weit wir halt kommen mit den Steinen, die wir jetzt haben. Dann würde ich es fast so machen. Genau, und dann haben wir auch schon wieder keine Steine mehr. Wir müssen uns jetzt nochmal Kisten machen, damit wir uns Zeug nochmal reinschmeißen können. Irgendwann werden wir auch mal sowas wie ein Lager bauen. Vielleicht. Nee, irgendwann werden wir das bestimmt mal bauen. Aber jetzt im Moment noch nicht. Jetzt müssen wir hier erstmal starten quasi. So, jetzt nehmen wir wieder mit. So. Genau, die Farm funktioniert soweit noch nicht ganz. Wir brauchen noch Eisen. Ich glaube, da, genau, da hatten wir noch was drin. Zwar noch einen. Hoppa. So einen würde ich noch gerne bauen. Cool. Gibt es auch einen Nether-Hopper oder so? Vakuum-Hopper. Sieh nicht, was es gibt. Also brauchen wir 5 Eisen und eine Chest. Bauen wir jetzt nochmal schnell eine. Achso, ja, wir brauchen 2 Chests, weil wir vorne auch noch eine hinstellen sollten. Damit das nicht ins Leere droppt. Beziehungsweise dann gar nicht droppt. Nehmen wir wieder auseinander. Zack. Ich könnte mir mal eine Rüstung bauen. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Gut. Den Hopper. Den setzen wir quasi hier drunter. Jetzt sollte ich erst noch die Chest hier herstellen. Zack, hier die Chest hin und den Hopper quasi dann dahinter. So. Und jetzt sollte eigentlich alles, was von da hinten vorfährt, da ist sogar schon ein bisschen was gewachsen, sollte dann hier in den Hopper rein. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Genau, geht hier in den Hopper rein. Und der Hopper gibt es dann eben vorne an die Chest ab. Und somit haben wir unsere erste kleine automatische Farm. Dürfen wir auf jeden Fall auch noch Steine hinmachen. Jo, jetzt haben wir Dreck im Hopper. Beziehungsweise in der Chest. Was wollte ich? Steine wollte ich. Irgendwie bin ich heute schon wieder ziemlich verplant. Aber naja, das kennt man ja. So, dann bauen wir die mal zusammen. Reichen wahrscheinlich immer noch lange nicht. Habe ich nichts mehr zu essen, habe ich wahrscheinlich weggepackt. Das brauche ich nicht mehr. Holz lasse ich mal noch da, Redstone brauche ich nicht mehr, Eisen packe ich weg. Gut, den Rest können wir mal da lassen. Okay, eine Schüssel könnte ich eigentlich auch wegpacken, den brauche ich jetzt auch nicht. Aber naja. Bauen wir mal die Farm soweit fertig. Ich würde fast sagen, dass wir hier eh keine hinmachen, sondern dass wir hier Glasscheiben reinmachen. Müssen wir dann noch eins weiter hinter. Ja, ungefähr so. Nee, eigentlich nicht. So. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie hoch wir hier gehen. Dann ist es 1, 2 hoch. Also müssten wir eigentlich noch eins weiter hoch. Weil ich oben dann noch Glas reinmachen würde. Quasi hier nur noch Glas rüber. Weil ich nicht weiß, ob die nur bei Licht wachsen oder so. Und wenn ich denen quasi das Licht wegnehme, dann kriege ich da, glaube ich, ein Problem. Zu wenig Steine haben wir sowieso wieder. Meine Grafikkarte geht da gerade wieder voll ab. Ich weiß nicht, was da los ist in letzter Zeit. Irgendwie geht die immer voll ab. Aber wir könnten jetzt schnell schauen. Glas haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was. Zwar nicht genug, aber haben wir Sand noch? Sand, 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 ein Sand. Mit einem Sand kommen wir nicht weit. Da ist noch Sand, aber hier war noch Glas drin. Will noch irgendwo Glas? Nee. Okay, eine Kohle, da komme ich auch nicht weit mit. Packen wir das mal hier noch rein. Steine nehmen wir gerade noch mal mit. Machen wir jetzt Glasblöcke oder Glasscheiben? Ich würde Blöcke einfach machen. Ich glaube, das sieht besser aus. So habe ich mir das so vorgestellt, dass wir hier raufgehen. 3 ist das hoch. Oben kommt aber auch Glas rein, also 4 Blöcke hochgehen quasi.
Voll runter. Hier könnten wir jetzt auch noch Cloth setzen und dann hier zumachen. Genau, hier jetzt einfach nach hinten quasi weitergehen. Auch wenn man kein Glas mehr hat, dann eben nicht mehr weitergehen. Dass das Ganze dann am Schluss in etwa so aussieht. So. Ich glaube, das sieht ganz ordentlich dann aus. Also wenn es mal fertig ist. Klar, am Weg oder so muss man dann mal nochmal machen. Ach, jetzt fällt mir gerade wieder ein, ich hätte wegen dem Texture Pack schauen können. Aber wir gehen jetzt einfach nochmal schlafen. Weil irgendwie ist jetzt ziemlich schnell wieder Nacht geworden. Habe ich zumindest das Gefühl. Wo sind hier Monster? Ach, da kommt ein Skelett angerannt. Ich glaube, dann holen wir uns gleich nochmal ein bisschen Stein. Hier ein bisschen weg, dann können wir hier auch bis dahinter gehen. Nehmen wir das Alu auch gleich mit. Ich meine, irgendwann werden wir bestimmt auch mal eine Rakete bauen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, weil da braucht man sehr viel Material, was ich jetzt mitbekommen habe und ja, das habe ich noch nicht. Ich will jetzt auch nicht nur Formfolgen machen oder so. Das ist dann auch blöd. Ich meine, die gehören auch dazu, aber nicht ständig. Darum werden wir hier jetzt auch ein bisschen farmen, aber nicht ständig. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ein Emerald. Ich habe keinen Peil, wo ich den herbekommen soll. Ich könnte mal schauen, ob wir ein Dorf finden oder so. Dass wir den vielleicht ertauschen könnten. Das wäre noch eine Sache. Das könnten wir mal machen. Könnten wir mal eine kleine Tour als Fledermaus machen? Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Haben wir nicht hier noch irgendwo Kohle gefunden gehabt? Ich glaube, das war weiter drüben. Juhu. So, unser Ausgang ist zu. Aber ich glaube, das war weiter hier. Alles voll hell hier eigentlich. Trotzdem spawnen hier lauter Skelette. Stirb jetzt. Ich darf mir echt mal eine Rüstung machen. Ich glaub, das war hier hinten irgendwo. Genau, hier war das. Wo wir die Kohle gefunden haben. Ich meine, ich könnte jetzt auch Glück dabei draufpacken. Auf die Pickaxe. Damit ich zumindest dabei mehr rausbekomme, bis ich Silk Touch habe. Aber mag ich jetzt irgendwie auch nicht. Das brauchen wir auf alle Fälle auch für die Raketen. Für Kohle haben wir 17. Sollte auf jeden Fall reichen für das, was wir noch schmelzen müssen. So, hier wieder raus. Können vielleicht mal dann auch irgendwann noch so ein kleines... Oh, viel Zuckerrohr gewachsen. Was wollte ich jetzt sagen? So ein kleines... wie nennen wir das? So ein kleines... Ja, jetzt, wenn ich noch fünfmal so ein kleines sage, dann wisst ihr auch nicht, was ich meine. Ich weiß es selbst nicht, was ich meine. Komm, das Essen. Ich kann gerade gar nichts essen. So ein kleines Häuschen aus Bambus auf dem Wasser. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Zumindest weiß ich es gerade nicht. Gibt's halt manchmal in den Feriengebieten so. Bungalow. Jetzt Bungalow ist. So eine dürften wir noch haben. Jo, haben wir noch hier. Ach, jetzt hätten wir schauen können, ob unsere Farm funktioniert hat. Aber ich glaube, die hat jetzt gar nicht eingeschaltet, weil es noch nicht richtig Nacht war. Sollten wir vielleicht nicht immer gleich schlafen gehen. Vielleicht keine so gute Idee. Update ist, soweit ich weiß, auch noch keins rausgekommen. Oh, Fenster gehören ja auch noch rein. Naja, zerstören wir halt wieder ein paar Blöcke. Ich wollte sagen, hier so ein Dreier. Hier noch ein Dreier rein, also hier muss auf jeden Fall noch Wand hin. Ein Dreier, machen wir es so.
Okay, das ist nicht symmetrisch. Eigentlich ist ja egal, ob es symmetrisch ist, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da so ein Faible für, dass immer alles symmetrisch sein muss. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, das liegt an Minecraft. Ich glaube, das kennen alle, die Minecraft spielen. Oh, jetzt verbaue ich mich hier auch noch. Diesen Blöcken. Diese wunderbaren Blöcken. Die man so genial wieder abbauen kann. Ich meine, das ähnelt am meisten so einer modernen Wand. Vom Aussehen her. Deswegen. Vielleicht kann man die mit Silk Touch abbauen, aber ich habe keinen Silk Touch. Steine dürfte ich noch braten. Hier haben wir noch ein paar. Hier nochmal was rein. Hier dann nochmal für ein Glas. Das Glas würde ich dabei dann mal hier reinpacken. Da einfach schon mal ungefähr unsere Bude zu ist. Meine Türen könnten wir auch schon reinmachen. Das machen wir jetzt auch schnell. Okay, wir bräuchten hinten auch noch Türen. So viel Holz habe ich gerade nicht dabei. So, haben wir hier noch Holz? Normal schon. Und bloß wo? Hier haben wir noch Holz. Machen wir jetzt einfach mal alles. Machen nochmal zwei Türen. Zack. Und vier Druckplatten. Damit man da nicht immer rumtun muss. Ich glaube, die Schmiede reiße ich jetzt dann auch mal ab. Setz die woanders hin. Alter, die sehen richtig geil aus. Genial wäre es natürlich jetzt noch, wenn sie sich verbinden würden, dann würde das wirklich wie so ein Teppich aussehen. Genau, Steine haben wir noch. Bisschen Zeit haben wir noch. Glas. Machen wir hier das Fenster mal zu. Gehen wir nochmal hinter. So. Steine nochmal zusammendrücken. Haben wir das hier schon mal? Gut, dann können wir hier eigentlich die Reihe noch komplett machen. Das müssen wir aber oben auch eigentlich noch zumachen. Sonst wäre das ganz hilfreich. Auf jeden Fall brauchen wir da auch noch Fackeln rein. Kann man da eigentlich auch irgendwas Vernünftiges draus machen? Nee. Nur das Galaxy. Zeug. Gut, dass hier noch kein Fenster drin ist. Jetzt müsste ich immer außen rumgehen. Alter, wie viele Diamanten. Ich mache mir jetzt eine Rüstung. Bevor ich wieder jämmerlich sterbe. Bin ich überhaupt schon mal gestorben? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist doch jetzt im Endeffekt egal. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Rüstung. Juhu! Und Diamanten in der Hand, beziehungsweise 64 Diamanten in der Hand. So, Schwert haben wir, das haben wir, das haben wir. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich habe es schon wieder vergessen. Gucken wir hier mal mit den Steinen und dem Glas weiter. Die Folge ist jetzt eh gleich zu Ende. Aber ein paar Fackeln wollte ich auch noch. Ich würde sagen, ich mache jetzt dabei einfach mal zu. Ich meine, da kann man vielleicht noch irgendwann mal ein Dach drauf bauen oder irgend sowas. Aber jetzt im Moment erstmal nicht. Jetzt komme ich bloß da nicht mehr hoch, oder? Hopp! Doch, schafft das. Hoffentlich reicht das Glas, reicht das Glas? Ja, es reicht. Optimal, dann haben wir das hier schon mal. Den linken Block haben wir quasi fast schon fertig, müssen wir nur noch den hier bauen. Und dann ist die Farm auch schon fertig. Ja, schaut auf alle Fälle gut aus. So, wie viel haben wir noch? Eigentlich ist jetzt die Zeit aus.
Ja gut, dann würde ich auch sagen, dann war's das wieder für diesen Teil. Sind jetzt ein bisschen weitergekommen hier mit dem Haus und der Farm. Und nächstes Mal dann vielleicht eine kleine Expedition zu einem Dorf oder so. Und dann, ja, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und vielleicht auch ein Abo. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschö!